Habedere, super einfache Reparatur, dieses Mal Samsung Galaxy A20e, bei dem wollen wir den Akku tauschen. Mein Kunde hat das Problem, dass die Akkulaufzeit in letzter Zeit sehr stark nachgelassen hat und er das Gerät 2 bis 3 Mal pro Tag laden muss. Das Ganze ist sehr einfach bei diesem Modell und lässt sich auch super selber nachmachen. Wie das geht, zeige ich dir in diesem Video. Als allererstes das Samsung-Handy mal runterfahren. Und danach entfernen wir den SIM-Karten-Einschub inklusive aller SIM-Karten oder auch Speicherkarten. Weiter geht's dann mit einem dünnen Metallwerkzeug. Mit dem kann ich zwischen Display und Kunststoffrahmen in das Gerät reinfahren und das Ganze Stück für Stück öffnen. Aufpassen muss man lediglich beim Einschaltknopf und beim Volumentaster. Da würde ich nicht mit dem Werkzeug reingehen, nur leicht zwischen den Buttons und links und rechts neben den Knöpfen. Der Home-Button ist zum einen mit der Rückseite verklebt und auch mit der Abdeckung, die sich darunter befindet. Deswegen halte ich den hier mit einem Werkzeug fest und hebe nur den Deckel nach oben, sodass der Button im Inneren an dem Bauteil dran bleibt. Übrigens, hier ist auch der Grund, warum wir bei den Knöpfen beim Zerlegen besonders aufpassen müssen. Nämlich unter der Abdeckung befindet sich die Elektronik. Und wenn ich da mit meinem Werkzeug beim Öffnen hier reinfahren würde, kann es sein, dass ich den Knopf abreiße. Deswegen, wie gesagt, nur zwischen den Knöpfen und links und rechts daneben beim Öffnen das Werkzeug ansetzen. Dann geht es weiter, den Home-Button einfach abstecken, dazu das Kabel hier nach oben ziehen und dann wird ein Kreuzschlitzschraubendreher benötigt und alle Schrauben im oberen Bereich des Geräts müssen gelöst werden. Die schwarzen Bauteile über der Hauptplatine sind dann zusätzlich geklipst und können einfach nach oben rausgezogen werden. Fingerabdrucksensor können wir hier dran lassen und dann sehen wir hier schon die Hauptplatine. Hier jetzt ganz vorsichtig das Akkukabel abstecken und das Ganze ist stromlos. Zusätzlich, um jetzt den Akku weiter ausbauen zu können, müssen wir hier noch die Kabel, die zum Display und zur Ladeplatine gehen, abstecken und vorsichtig nach unten umklappen. Unteren Bereich bitte nicht zu stark knicken. Der Akku selbst ist eingeklebt, das können wir auch ganz gut an unserem neuen Akku erkennen, da ist bereits Kleber vormontiert. Übrigens, wenn du einen neuen Akku kaufst, bitte darauf achten, es sollte ein originaler sein. Das erkennt er zum einen, es sollte hier Samsung draufstehen und auch ein Datum. In diesem Fall haben wir hier März 23, der Akku ist schon ein bisschen älter. Aber wenn er ein Jahr alt ist, ist es noch okay. Liegt der jetzt schon 3, 4 Jahre im Lager rum, dann sollte der besser den zurückschicken und bei jemand anderen bestellen, der auch nicht richtige Lagerung hat. Das Problem ist nämlich, die Akkus verschleißen auch im Lager. Und vor allem auch bei dem Nachbar-Akkus ist es häufig so, die funktionieren am Anfang schon, aber oft lassen die nach ein paar Monaten schon nach und sind dann oft schlechter wie die alten Original-Akkus. Deswegen, wenn ihr das schon das Geld für den Einbau spart, kauft euch einen Original-Akku, der dürfte nicht so teuer sein. Ich schaue mal, ob ich was online finden kann auf Amazon. Wenn ja, habe ich es euch unten verlinkt. Beim Ausbau vom Akku ist jetzt Vorsicht geboten. Den darf man hier nicht irgendwie durchstechen oder zu stark knicken oder anderweitig verletzen. Deswegen wird dringend empfohlen, dass wir hier Isopropanol nehmen. Isopropanol hilft dabei, die Kleber unter dem Akku besser anzulösen. Deswegen gebe ich hier einmal etwas Isopropanol um den Akku. Und nehme hier dann ein etwas festeres, stabiles Metallwerkzeug, fahre unter den Akku rein und kann den Stück für Stück anheben. Wichtig dabei jetzt darauf zu achten, dass der nicht übermäßig knickt. Und was sich auch empfiehlt, haben wir den jetzt so leicht schon geöffnet, dann wechsle ich gerne auf eine Kunststoffkarte und schneide dann unter dem Akku den Kleber quasi regelrecht ab. Und zack, lässt sich der schon rausnehmen. Bevor wir den neuen Akku nun einbauen, müssen wir hier noch die weißen Klebereste restlos entfernen. Dazu empfiehlt sich ein kleiner Metallschaber.
restliche Isopropanol und auch die Klebereste reinigt man dann mit einem Mikrofasertuch. Und dann nehmen wir unseren neuen Akku, ziehen auf der Rückseite die blaue Folie auf. Und dann muss man nur darauf achten, dass wir hier den Akkuanschluss oben links haben. Dann setze ich den Akku erst unten bündig ein, lasse nach unten klappen und dann drücke ihn noch fest, damit die Kleber auch gut halten. Dann nicht vergessen, die zweite Folie zum Entfernen, bevor wir dann hier die zwei Kabel zum Display und zur Ladeplatine anstecken. Super wichtig dabei, steckt immer die anderen Kabel zuerst an und immer als letztes Bauteil den Akku. Wenn ihr das nicht macht, riskiert ihr nämlich Schäden an der Hauptplatine. Zuletzt dann den Akku anstecken. Dann nehme ich mir zunächst die untere Abdeckung, setze die passend ein und lasse die schon mal einrasten. Und dann die obere. Alles wieder verschrauben. In diesem Fall ist es auch so, alle Schrauben sind gleich lang. Da müsst ihr jetzt gar nicht drauf aufpassen, wo die hinkommen, sondern einfach da, wo im Platz ist. Zuletzt dann noch den Fingerabdrucksensor anstecken. Und bei mir hat sich jetzt hier an der Seite das weiße Kabel gelöst. Dann müssen wir hier das in die Aussparung etwas reindrücken, sonst können wir später den Deckel nicht richtig draufdrücken. Haben wir das dann soweit zusammengebaut, brauchen wir wieder die Rückseite. Setzen die einfach über unserem Fingerabdrucksensor bündig drauf und drücken es gleichmäßig auf allen Seiten nach unten. Nochmal seitlich drauf schauen, ob es überall sauber eingerastet ist, gegebenenfalls nochmal nachdrücken. Sobald es passiert ist, kann man das Gerät mal einschalten und schauen, ob der Akku, Akkuaustausch soweit erfolgreich war. Das Gerät geht jetzt bei mir an. Als kleinen Bonustipp würde ich euch noch mitgeben, lade den Akku beim ersten Mal gleich auf 100% auf und nach Möglichkeit entladet ihr den dann bei den ersten 4 bis 5 Ladevorgänge auf 0% und ladet ihn dann in einem Zug von 0 auf 100 durch. Dann hat sich der Akku mit dem Gerät automatisch kalibriert und ihr habt wieder die volle Akkulaufzeit. Zusätzlich lässt sich auch noch sagen, wollt ihr jetzt generell darauf achten, dass euer Akku zukünftig länger hält. Das gleiche betrifft auch nicht nur Smartphones, sondern eigentlich alle Geräte mit Lithium-Ionen-Akkus. Das heißt Laptops, Tablets, Smartphones, theoretisch auch E-Bikes und E-Autos. Dann müsstet ihr besonders aufs Ladeverhalten von euch achten. Im Normalfall halten die meisten Akkus am längsten, wenn er so zwischen 10% und 90% bleibt. Das heißt, den Akku nicht komplett entladen und eigentlich auch nicht komplett aufladen. In der Praxis natürlich relativ schwierig machbar, weil wer steckt sein Gerät schon bei 90% ab und achtet die ganze Zeit drauf. Was ihr allerdings jedenfalls vermeiden könnt, dass das Gerät immer permanent am Kabel über Nacht zum Beispiel dran bleibt. Das ist nicht so gut für die Akkulaufzeit, weil der Akku wird zwar, beziehungsweise die Aufladung wird zwar unterbrochen, wenn euer Gerät 100% hat. Bei den meisten Geräten ist es aber dann so, wenn der Akku dann über Nacht ein paar Prozent wieder verliert, dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Das heißt, das Handy kann mehrmals pro Nacht zum Beispiel von 95% auf 100% geladen werden. Und speziell die letzten paar Prozent und auch die ersten paar Prozent beim Ladevorgang führen zu einem besonders hohen Verschleiß des Akkus. Deswegen auch dieser Bereich ungefähr 10% bis 90%, wo der Verschleiß am niedrigsten wäre. Und zusätzlich ist es auch so, dass längere Ladezyklen auch besser sind wie kürzere. Also lieber von 10 auf 100% aufladen, wie wenn ihr 2-3 Mal zwischendurch mal kurz für 10-20 Minuten aufladet. Das war schon wieder mit dieser Reparatur. Wie gesagt, super einfach zum selber nachmachen. Probiert's doch aus. Braucht ihr Hilfe? Könnt ihr mir das Gerät auch gern einschicken. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann!